Ja, servus beieinander. Ich bin der Markus, der Produktentwickler von Grützebeck und heute stelle ich wieder so einen Schlafsack vor. Das Herzstück von einem Schlafsack ist ja die Isolation. Und da haben wir was ganz Besonderes entwickelt und zwar Downwool. Downwool ist, wie es der Name schon sagt, eine Verbindung von Downy und Wolle. Downy ist das leichteste und bestisolierendste Material. Wolle ist klimaausgleichend. Zusammen haben wir also eine luftig leichte Isolation, die sehr warm, also sehr gut wärmend ist. Aber zusätzlich durch die Wolle auch Klima ausgleichen. Nur ein weiterer Vorteil von der Wolle ist, Wolle zirkt Feuchtigkeit von der Downy weg. Dadurch ist die Downy länger stabil, wenn sie einmal feucht wird. Weil es ja nicht einfach eine Mischung ist, sondern die Downy ineinander verbunden ist mit der Wolle, kann man es auch gut waschen. Und heute stelle ich den Beobot Downwool Hybrid Cotton Comfort vor. Da habe ich lang lernen müssen, bis ich den Namen rausgebracht habe. Jetzt bringen wir erstmal das Bier in Sicherheit. Natürlich das Herzstück, die Füllung wieder. Hier haben wir aber zwei verschiedene Füllungen drin. Wir haben hier im oberen Bereich die Daumenwolle drin, die sehr warme Seite, wie man sagt. Und wir haben auch eine kühlere Seite. Hier ist Wolle drin, so dass man je nachdem, welchem Gebiet, ist es ein recht warmes Gebiet. Wenn man ist in Italien unterwegs, treibt man die kühlere Seite nach oben. Ist man mehr in Skandinavien unterwegs, treibt man die wärmere Seite nach oben. Und es ist wieder Wärme im Schlafsack. So kann man das Klima mit dem recht gut ausgleichen. Deswegen, wie gesagt, der optimale Schlafsack für alle Camper im Wohnmobil, im Caravan, im Bulli, wenn man so unterwegs ist, im Wohnwagen. Das ist eigentlich der Bettersatz, dass man nicht immer das Bett mitnehmen muss, sondern ein schöner kleiner verpackten Schlafsack, den man dann aufmachen kann, optimal gleich schlafen kann. Dafür ist natürlich wichtig, dass er sehr atmungsaktiv ist. Das haben wir natürlich erreicht durch unsere speziellen Außenstoffe. Unsere Stoffe werden nicht mit Plastik beschichtet, wie bei den meisten, damit die Downy drin bleibt, sondern wir verweben sie erstmal eng und dann ziehen wir die über eine heiße Rolle drüber und dann verengen sich die Poren. Der Dampf kann noch komplett raus, aber es wird downendicht. Und es ist angenehmer, hautsympathischer und nicht so raschelig. Das ist mir ganz wichtig. So kriegen wir auch das mal optimale Klima hin, durch unser Volumen in der Füllung mit drin und durch die super Außenstoffe. Aber jetzt, wenn man campen geht, möchte man es ja nur mal komfortabler haben. Deswegen haben wir da komplett im Innenbereich Baumwolle drin. Eine ganz weiche, angenehme, hautsympathische Baumwolle. Das ist also im Prinzip, wie gesagt, wie das Bett daheim auch. Ja, wir waschen jetzt so einen Downwool-Schlafsack. Ganz simpel in der Waschmaschine. Der gehört in die Waschmaschine rein, beim Daunen- oder Schonwaschgang mit Daunenwaschmittel. Daunenwaschmittel ist ganz, ganz wichtig, weil Downy sehr viel Fett und Öle hat. Wenn man normales Waschmittel nimmt, das wascht ja das Fett raus, braucht die Downy aber, um stabil zu bleiben. Deswegen ein Daunenwaschmittel, das dort rückfettend, dann fällt eigentlich nichts. Ganz wichtig, auch nicht überschleudern und danach muss er in den Trockner rein. In Trockner mit Tennisbälle. Da bleibt er so lange drin, bis der wieder stärker gefüllt ist wie vorher. Also der muss richtig prall sein. Wenn er nicht prall ist, ist er immer noch feucht. Das kann je nach Trockner ziemlich lang dauern. Also deswegen wirklich so lange im Trockner lassen, bis er wieder voll da ist. Was auch normal ist, wenn er Downy nass wird, riecht es halt ein bisschen. Wenn es wieder getrocknet ist, ist das wieder vorbei. Also pflegt euren Schlafsack und macht es so. Das nächstwichtige nach dem Waschen ist nur das Verpacken und das Lagern. Wir haben zwei Packsäcke immer dabei. So einer ist ein Kompressionspacksack, da kann man zusammenziehen und klar machen. Das ist zum Transportieren. Da kann man mal rein tun für 3-4 Wochen, wenn man halt unterwegs ist, aber nicht auf Dauer. Auch wieder beim Komprimieren aufpassen. Man reißt nicht an die Riemen, sondern man drückt den Schlafsack zusammen und macht mit den Riemen nach. Beim Aufbewahrungssack, das ist dann der große Sack, wo dabei ist, den nimmt man dafür her, dass er daheim gelagert wird, damit die Downy nicht ständig komprimiert und zusammenpresst ist. Und so ist es auch bei der Downy und bei Kunstfaser und bei Wolle, egal bei was. Genauso Kunstfaser müsst ihr aufpassen, wenn die dauernd zusammenpresst ist, kann die nicht mehr hochkommen. Aus dem Grund lagern locker. Im Winter, wenn man nicht braucht. Wenn man mal ein paar Wochen unterwegs ist, kann man auch klar verpacken. Und was wir noch bieten, ist ein Reparaturservice und ein Füllservice. Sollte der Schlafsack mal kaputt gehen, dann reparieren wir das. Wenn er mal irgendwann aufgibt, weil die Downy doch zusammengeht, aber so ein Downschlafsack kann um die 30 Jahre halten, dann können wir nachfüllen. Das heißt, stärker füllen. Meldet euch bei uns, wenn irgendwas ist. Wir haben vielleicht doch.